mal, ich habe die falsche Seite angeguckt. Oder C, von mir aus C, ach komm, scheißegal, ich kündige. C, A, B, W, K. Und es geht hoch. Weißt du, über wen ich mich zurzeit ganz köstlich lustig machen kann in den Historiker- und Politikwissenschaftler-Gemeinschaft, beziehungsweise über wen man sich generell zurzeit sehr lustig macht? Polen. Polen? Ja, weil Polen jahrelang auf die Deutschen geschissen hat und ihren Nationalismus scheiß gelabert hat und uns lieber provoziert hat und sich komplett darauf verlassen hat, dass die Amis ja auf sie aufpassen und der große Verbündete sind und von deren Rüstungsindustrie sie alles gekauft haben und so. Und jetzt haben sie den Trump und der Trump sagt, Polen, weiß nicht mal, wo das liegt, mir doch egal. die sind gerade echt am Rotieren, weil was machen sie jetzt? Wieso, Obama hat doch schon ein paar Infanteristen und genau, Panzer. Genau, 500. Ja, du, es sind immer mehr als nix. 500 Gefangene mehr als für Russland. Genau. Ach komm, sag mal ehrlich, wenn die Russen wirklich darauf anlegen, Europa zu überrollen, dann überrollen sie. Die haben da einfach viel zu viel Panzer und all so ein Scheiß. Du schaffst es einfach. Das heißt, du davon eine Manpower gehst, vereinigte Europa auf jeden Fall schwächer. Wir können ja halt 1 Milliarde Leute zusammen. Ja, das machen genau, Italiener, so Portugiesen, andere Kampfstreifen. Die schicken mir vor, bevor da anständige Menschen kommen. Die haben halt nur 30.000 Panzer und wir haben 400 oder so. Ach, ja, wir aber wir haben doch die Franzosen und so alles. Scheiß, die haben bestimmt sowas. Und wenn sie keinen Bock haben, zu viel zu kämpfen, dann schicken sie einfach die Atomraketen. Wir machen es wie die Engländer und verlassen uns auf die Franzosen. Ja, natürlich. Das hat sich schon mal gelohnt. Der ist kampfunfähig, der hat keinen Richtschutz und keinen Ladenschutz mehr. Kann man drauf schießen oder nicht. Ganz ehrlich, wieso? Was ist mit dir, hä? Was ist mit dir? Das ist eigentlich gerade geil, mit 3 Panthern, 2 von den Fraktern, so bam bam bam. Also Thomas war auch schon geschossen? Nein. Ich spare. Der ist wieder so geizig, was die Munition angeht. Das ist Spanier. Ja, eigentlich müsste ich Schotte sein. Schottischer Spanier. Ey, das gibt bestimmt übler Sonnenbrand. Okay, damit... Sind wir wohl die geilsten im Dorf, oder? Oh, endlich mal ein Panda, der rückwärts fährt. Ah. Fuck, 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 fuck. Die 3400 vor mir. Es ist voll dem Gerät, Alter. Der Gerät rechts zu flankieren. Der kommt da vorne auf die Kanzel, wo ich jetzt da drauf zufahre. Gucken wir mal, ob er so doof ist und drüber rausfahrt. Ne, er wartet auf mich. Scheiße, scheiße, da sind ganz viele, ganz, ganz, ganz viele. Der hat noch nicht geschossen, ne? Ich bin tot. Das ist mir doch egal. Da waren ganz, ganz viele. Der Richtschütze und er brennt, der ist tot. Thomas schießt. Thomas schießt, die kommen von hinten. Thomas schießt. Also mit Flankieren war nichts mehr, weil da waren ganz viele, die mich flankiert haben. Wir fahren zurück, der Heavy kann nämlich helfen, wenn wir zurück fahren. Knapp uns den, der fahrt doch vorne rüber, der Dummi. Ah, ich hänge fest, komm, go, go, go. Da kommt gleich, da kommt ein F-202. Ja, das ist mir egal, ich fahr weg vor dem. Müssen wir über den Hügel kommen, auf dem Hügelkamm können wir so runterschießen wie Tontaube. Fuck. Ja, das war jetzt doof, dass der es geschafft hat, um mich rumzufahren. Ich hab vorbeigehämmert, ich hab vorbeigehämmert! Schieß auf den, schieß auf den! Auf wen denn? Ich schieß auf den, da. Ich hab gleich nur geladen. Bam! Ich hab ihn gar nicht gesehen, ich hab aber ganz woanders geguckt. Die kommen, die kommen. Ah, die kommen. Ja. Wie sie sich jetzt alles ändern auf andere, wenn der Hügel wälzen, ne? Mhm. Da kommt noch einer. Da ist unkoordiniertes Bauern. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Alle hinter uns steht Ferdi, der passiert gerade. Bleib du mal hier, ich fahr zum Ferdi. Der stirbt drüber. Der ist voll hilflos.
Wo ist eigentlich Monty? Gestorben. Ritter. Ich hatte ja den T-34-100 versucht zu flankieren und bin dann in die ganze Kohorte da reingebrettert. Ja, der erste Tiger 2 habe ich da hier um Eck gestanden, unser Herr, die gesaubeidelt hat. Wieder geschossen, der Idiot. Idiot! Also eine KV-122. Premium. Das ist das, der hat 122 mm Geschütz und ich soll das besser vermeiden, von dem getroffen zu gehen, das, ja? Kann durchaus sein. Ey, ich bin gerade an der Front von einem Panther abgeprallt. Ich habe Tiger 2 gerade durch den Turm geschossen, aber an der Front von Panther. Fick dich, du kleiner Panther. Ja. Ja, schön, 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 Thomas, schön. Voll der Arsch gerettet. Ich war gerade schon eigentlich innerlich, da hatte ich mich nur abgefunden, dass ich jetzt sterben würde. Was hat denn der Dodo-Killer mit dir? Mir? Das ist schon, ich hab nichts gelesen, was passiert. Geschrieben, du bist ein Held und Dankeschön. Wahrscheinlich, weil ich hier übelst die Killer gerade mache. War hier eigentlich nur durch die Landschaft und bring's alle um. Ich hab gerade auf mich geschossen, richtig frech. Oh, oh. Da kommt was. Der Panther hat mich fast kampfunfähig gemacht. Kommt, jetzt ziehen wir wieder raus. Hab ihn! T-44 kommt zu dir. Er hat meinen Atemmotor in Brand geschossen. Ich kann nicht löschen, ich hab keine Löschzeichen im Panzer. Das war's für mich. Er hat mich wirklich ausgelöscht. Ich hab ihn nur so gerade erwischt. Können wir versuchen nochmal? Ja, ich brenne jetzt aus. Bam! Er brennt wieder. Burning Light. Oh, ich hab mich zu weit vorgefragt. Ich muss noch kurz die Dicke raushängen lassen. Ich hab mich zu weit vorgewagt. Das ist mal wieder geil. Ja, hey, ich hab die ganze Flanke allein noch gerollt quasi. Bin aber durchgefahren. Gut, eigentlich habe ich irgendwas nicht gerettet. Das wollen wir zugestehen. Ja, musst du nicht. Mhm. Sag einfach, du hast alles jetzt selber geschafft und fertig. Glaub doch eh alles. Ich hab 7 Kills, ich bin aber echt durchgemäht. Ja, ja, deshalb sag ich ja, das... Den einen... mal zu A fahren. Ja, ich... war gerade ein Date. Aua, ich wurde von hinten attackiert. Ich bin auf Platz 2 mit nur 3 Kills. Na ja, gut, aber wir können ja auch Zusatzpunkte durch, dass wir als Squad da rumfahren, oder? Ja, ja, klar, jedes Mal, wenn einer von uns was macht, einer ist in der Nähe und so. Ja, oh, die flankieren schon rechts. Dünnt. Ich fahre dem jetzt mal lustig entgegen und trick dem erste erstmal bis Ende. Da haben die gar keinen Bock mehr. Weil den Dorfpanzer mag ich auch ganz gerne, der ist halt nicht so schnell. T29 haben gekrittet, aber der lebt noch. Ja, ja, der Dorf ist essig. Der wurde auf Bock fahren, hat's. Auf jeden Fall der beste Dari hinter sich. Ich habe erst noch einen Brandschuss gefunden, abgeschossen. Ich hab noch vorher an Brand sitzen. Hände ausbrennen lassen können. Der Tiger bis die lebensmüde auf mich zu schießen. Oh, ich hab ihn schon, Lichtschütze und so. Schießen die Wand vorne. Oh, da fällt gerade auf uns drauf. Bastard. Gedacht hat er. Als ob mir noch drin bleibe dann. Ich links, du recht. Scheiße! Ich konnte nur gerade noch einen rausholen, aber da kam der eine. Gekrittet im Turm, aber er lebt noch. Ja, ich fahr gerade andersrum, dass ich ihn mal an die Seite kriege. Sonst kriegen wir den ja nie runter. Eine kleine feige Socke. Er hat mir die Wanne gezeigt, der Depp. Das ist aber noch ein zweiter T29. Ey, aber wie mir immer über die herfalle, ist einfach... Ja, wie so Killer fliegen. Da ist der zweite T29, den ich in den Turm geschossen hab. Da vorne ist ein Panda 2, Vorsicht. Bam, 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 schieß es noch, flieg auf den Mund. Getroffen. Hat der wir sollten aber trotzdem A cappen, so viel mir das wegen Cap. Ja, ich weiß. Aber wir sollten trotzdem denn nicht unser Seil zeigen. Das ist nämlich strammer Haube, das da vorne. Sollen wir dann Team den Cap überlassen? Wir wissen, ob unser Team das geschissen kriegt, irgendwas zu cappen.
C verliert, B verlieren wir auch. Der T29 da vorne ist besser, der zeigt mir nur die Tour. Verdammte Axt, scheiß Panther zu. Ist geblutet, hab ich gedacht. Falsch gedacht. Er hat nur zweimal Besatzung vorne in der Wand sitzen, der Panda 2. Ich bin uns mit Schleif durch. Was trifft mich jetzt von rechts? Er ist ein T29 bei B. Ich bin von A. Ich muss Richtung A abdrehen. Ich drehe mal Richtung A. Dann nehme ich das gerade. Ihr habt gerade durch die Straße einen Arsch geschossen quasi. Unbeschädigt. Hi, jetzt hat ich von der anderen Seite in die Grit. Das ist aber gut. Aber ich habe noch nichts verloren. Jetzt der Ladeschütze in gebüßt. Warum dauert es eigentlich länger, die lange 8-8 als die kurz 8-8 zu laden? Ist doch selbe Geschoss, oder? Ich glaube, die von Tiger 2 sind die was größer, also länger. Tiger 1 von mir will es wissen. Der will mich nicht so A lassen. Weil das hier vor außerordentlich mutig immer. Scheiß Tiger, ey, ich meine, jetzt scheiß T29, schießt in eine Wanne und trotzdem nichts passiert. Ich hab jetzt A. Ja, ich will dir Helfer, aber... Ach komm, scheiße, lass mich drauf ankommen. Das war's, ich bin im Flieger gerannt. Was ein Idiot. Ihr mich kalt gemacht, weil es bis zum zweiten Angang sind. Ich bin auch schon tot. Das ging schnell. Ich bin auch schon tot. Doppelt tot. Oh. Ich erober hier immer noch A. Wir haben eine Selbstbeschuss. Bewege mich gleich zu dir. Ich hab dort noch einen Panzer. Auch. Ein roter Spawn in der Base. Oder kurz davor. Packst die? Das sind sogar zwei. Ach du liebes Lieschen. Ja, die haben Aachener mit 10 Kills. Den würde ich ja gerne mal treffen. Seitlich, in der Turm. Da ist man mal so geil und dann...